Guten Tag, meine Damen und Herren. Da ihr alle doof seid und mir nicht eure eigenen Replays schickt, muss ich meine eigenen, selbstgespielten Replays nehmen. Aus der Diamond Liga, eben gerade gesehen. Pink gegen den Cowboy, also ich gegen Cowboy. Ein ZVP. Und jetzt spielen wir Pink gegen Hübi. Oder Hi-Bye. Sagen wir einfach Hübi, klingt besser. ZVZ auf Oxide. Pinkerella im ZVZ auf Oxide. Natürlich, Early Pool, ne, was sonst? Was soll er auch sonst machen? Weil er kann ja nichts. Ne? Lächerlich, der Typ, Junge. Was ist das denn für einer hier? Lächerlich. Hat nicht mal so ein drehendes Bild hier wie Happy Cookie drin. Er auch nicht, aber das macht nichts. Oh, ist auch wieder warm heute. Supi. So, Happy. Nein, Hübi. Hübi kommt und sieht. Ah, Early Pool. Er dann auch direkt, aha, aber er hat auch schon ein Gas. Warum hat er das denn schon? Hä? Man weiß es nicht. Ja. Oh. Ah, Hübi. Versteckt dir noch eine Prop? Und ich sehe es nicht. So, Gas kommt. Ah, die ersten Linge im Bau. Auf meiner Seite und auf der other side auch. Die ersten Linge im Bau. Und Amy ist auch da. Ja, ihr könnt sie vielleicht quaken hören. Da darf man aber nicht drauf reagieren, weil sonst, das hört nicht auf. Es hört da nicht auf. Man darf sie auch nicht, die sitzt hier neben mir, man darf sie auch nicht angucken. Ja, wenn sie sieht, da ist einer, der reagiert auf mich, dann ist sie Achterbahn. So, meine Linke sind unterwegs, die Queen ist da und gleich gibt es Speed Upgrade und beim Kollegen Hübi gibt es das schon, denn der ja, ist schon in der Forschung. Oh, weil er ja schon viel früher Gas hatte als ich. So, ich gucke hier vorne rein und sehe, dass ich nichts sehe und gehe erstmal wieder nach Hause. Ja, ein Link bleibt unten, Hedge kommt, Inject kommt. Bei ihm genauso und die Linge gehen raus. Ah, er kriegt wieder die Muffen, weil er wahrscheinlich hier meinen Ling gesehen hat. Den einen denkt, ja, ach du Scheiße, ein Zergling, jetzt ist aber alles vorbei. Ah, der geht mal eben down. Ah, die Probe hier immer noch, die Drohne. Könnte man ja vielleicht hier mal so ein Spinecrawler? Nee, es geht ja nur hier am äußeren Bereich. So natural hin, hier hat man ja Vision. Ja. Ja, ich habe viele Linge gesehen, einigermaßen viele. Und deswegen mache ich mir hier mal einen kleinen Spinecrawler zur Sicherheit. Ja, meine Hedge gleich durch, seine halb. Ja, ansonsten Gas wird gemeint, Worker werden gebaut. Erstmal nichts sonderlich Spannendes. Aber wir gucken mal, was hier noch so passiert. Denn ich habe das Spiel ja cooles ZVZ genannt. Da muss das ja richtig geil gewesen sein. Ja, Hedge fertig, Queen kommt, seine Linge kommen, Speed ist bei ihm schon durch. Habe ich schon Speed? Ne, das habe ich nicht, weil ich schon den Roach Warren gebaut habe. Ah, mit Muddies und Queens, ja. Micro, Junge, wunderschön. Hat zwar nicht gereicht, aber ja, Versuch, der Versuch allein schon. Traumhaft. Ja, noch versucht die Queen in die Engstelle zu retten gegen die Linge. Ja, Roachborn bei ihm. T2, Roachborn, Borrowed Rouges. Ne? Kennt ihr noch? War irgendwie vor, was weiß ich, vor 5, 6, 7 Jahren. Da habe ich auch mal geleddert und da wollte einer, hat er im Chat geschrieben oder sowas, mach mal Borrowed Rouges. Ja, Borrowed Roaches. Na, ich sollte Borrowed Rouges machen. Das kann ich nie vergessen. Und Amy ist immer noch da. Ich werde bekommt. Ja. Ja, T2 beim Kollegen. Doppelqueen hier. Ein bisschen Creep. Und Worker-mäßig, wie sieht's aus? Hübi! Etwas vorne, was das angeht. Und auch im Tech ein Tick besser, denn sein T2 ist gleich fertig. Ja, nicht viel los hier in diesem ZVZ. Aber es wird noch cool. Wie gesagt, sonst hätte ich es ja nicht cool genannt. Muss ja irgendwas haben, ne? Jo, jetzt geht's ja erstmal los mit ein paar Rouges und Speedlingen. Ah nein, Speed habe ich ja gar nicht. Kommt er jetzt erst noch?
Roach Speed bei ihm unterwegs. Und jetzt geht's hier rein. Ah, 4 Roaches sind so viel besser als 2. Ah, Roach ist rausgefokust. Spinecrawler wird abgebrochen. Worker werden gepult. Eine Queen geht down. Aber ich denke mir, nein. Ich gehe wieder, um dann wiederzukommen. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Nee, aber auch das, ja, nicht, dass ich mich jetzt dafür feiere, aber das ist halt auch so ein Move, wie ihn zum Beispiel ein Goldspieler nicht gemacht hätte. Der wäre hier einfach, oh, Attacke, rein mit allem, Hauptsache ich mache Schaden. Natürlich jetzt ein bisschen doof, dass er mir dann da die Ravager abreißt und vielleicht kriegt er auch noch die zweite Roach. Ja, halt eben nicht alles da rein donaten an Einheiten. Und mit wehenden Fahnen untergehen. Jetzt auf halber Strecke drehe ich auch wieder um. Ah, Micro, die kaputte Roach nach hinten. Traumhaft. Und, ja, ja, ihr wisst halt, was ich meine. Ne? Nicht eben unnötig die Units da rein wasten, sondern wenn man sieht, es geht nichts mehr, alles klar, dann drehst du halt um. Ja. Und das spiele ich halt auch sehr gerne im ZVZ. Speedling Roach. Happy Cookie geht leddern. Ja, viel Spaß dabei. Kannst du, wenn du ein cooles Replay hast, ja mal weitere Replays herschicken. Ja, weitere Roach Ravager im Bau. T2 mittlerweile bei mir auch durch. Habe ich auch Roach Speed? Nein, habe ich noch nicht. Dafür habe ich gleich ja, dritte Hedge. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ein bisschen Creep. Nicht viel, aber etwas. Ah, die ersten. Ah, das ist ja hier diese blödes Kack. Dingens. So, Road Ravager auf der anderen Seite. Sein T2, wie gesagt, schon lange durch. Worker-mäßig ist er auch vorne. Bastor hat noch ein Replay von vor einem Jahr, wo er aufs Maul kriegt. Das ist natürlich doof, dass du das schon vorher sagst, wer da gewinnt oder verliert. Ein Jahr alt könnte aber ein Problem sein. Das könnte sein, dass man das nicht mehr laden kann. Ja, so ein bisschen Movement-Micro hier bei Pinky Boy. Aber mit der Masse von Hübi sollte er mir noch mal, ja, mich nochmal abreißen können. Und hier bin ich jetzt nicht zurückgegangen, weil es gibt halt auch so Situationen, wo es keinen Sinn mehr macht, nach Hause zu gehen oder mit den Units abzuhauen, weil sie die ja auf dem Rückweg sowieso abgerissen werden würden. Weil er Road Speed hat und ich nicht, dann weiß ich, dann sterben die sowieso. Deswegen bin ich jetzt hier geblieben. Weil das sehe ich oft bei Spielen in so unteren Ligen, sage ich mal, dass dann einer versuchen will, seine Einheiten zu retten, was ja prinzipiell gut ist, aber dann beim Weglaufen halt trotzdem alles verliert, aber keinen Schaden selbst mehr austeilt. Dann lass einfach stehen und mach noch so ein bisschen Schaden, so viel wie geht. So, dritte Hedge jetzt hier von Hübi. Und wann kommt meine eigentlich endlich? Wann baue ich mal ein paar Worker? Wann kommt mal mein T2? Hä, war das nicht T2 vorhin? Will ich tatsächlich hier noch T1 die ganze Zeit? Was ist da los? Mann, Mann, Mann. Dann wird es ja langsam mal Zeit. Denn das ist natürlich super gefährlich, denn wenn der sich hier so ein bisschen einbunkert, vielleicht mit so ein, zwei Spines, ein paar mehr Queens und mit guten Beils mich hier auf Distanz hält, er aber hier mit seinem T2 schön schon ins Spire setzt und dann mal eben 10 Mutas bauen kann, schlecht. Aber hier in dem Fall habe ich Glück. Roach Ravager ohne Speed läuft. Ah, mache ich hier Two-Base die ganze Zeit. Ah, konstanter Pressure. Mit Speedling Roach Ravager. Und ja, er hat aber auch ordentlich was hier stehen. Der gute Hübi. Ja, die Linge einfach erstmal durch. Und die Balls hier mitten rein. Gar kein Problem. Aber ich glaube, es wird wieder eng für mich. Ja. Ja, noch mal ein bisschen aus der Roach Range rausmoven. Jetzt wieder drauf. Was ist da los? Was war das denn? Da war doch überhaupt nichts. Hei, hei, hei. Jetzt kommt Pinky Boy auch endlich mal mit einem T2. Was längst überfällig ist. Aber wie gesagt. Ja, einfach stehen lassen. Ich weiß nicht, was der hier für ein Problem hat. Ja, jetzt bin ich doch nochmal nach Hause gegangen. Aber ja, das bringt halt nichts. Hier mache ich halt mal genau das, was ich eben gesagt habe, was man eigentlich nicht machen sollte. Nämlich weglaufen, weil die sterben.
Ah, Glück gehabt, doch nicht, weil sie hier im Reinforcement landen. So, dritter Hedge jetzt nochmal von Hübi, der ordentlich Kohle auf der Matte hat, aber das ist nun mal das Problem als Zerg. Du kriegst die Kohle nicht weg, du brauchst halt eine weitere Hedge. So, Evo kann man jetzt auch bei mir und habe ich ein Upgrade? Nein, ich habe nach wie vor nur... Ja, Roaches. Seine Drohne steht übrigens immer noch da vorne. Und warum heißt das Spiel cooles ZVZ? So cool ist das doch gar nicht, oder? Was sagt ihr? Aber aus welchem Grund habe ich es so genannt? Man weiß es nicht. Ich darf nicht nach links gucken, da sitzt immer noch Amy, das sehe ich. Ich guck mal hin. Ah ne, sie hat sich hingelegt und guckt nicht in meine Richtung, habe ich Glück gehabt. Ja, dritte Hedge endlich, bisschen Creep. Was es bei Hübi gar nicht gibt, mittlerweile auch. Wow, hier Roach Speed plus 1, er schon mit 2-1 unterwegs. Vierte Base, also jetzt kommt hier mal so ein bisschen Makro auf beiden Seiten. Units Lost können wir mal kurz reingucken, da hat Hübi ein bisschen weniger verloren. Aber mir halt hier deutlich mehr. Das waren halt aber auch die ganzen Linge. Bin aber gut im Spiel. Ja, 20 Supply hinten. Okay. Aber da geht noch was. Ja, was mir jetzt ganz gut gefällt, was ich jetzt hier mache, was ihr hier ja jetzt seht. Wenn mal immer so ein bisschen Zeit ist, nicht so wie hier, was ich ja auch schon in einem anderen Spiel davor gemacht habe, da hast du erstmal irgendwo ein paar Overlords rumstehen und dann hast du mal wieder 10 Sekunden Zeit und dann kannst du mal hier überall schön Overlords verteilen. Dass man ja überall alles sieht. Und nochmal Druck auf seine vierte. Rausgenommen und abhauen. Ja, er macht diese Rocks kaputt. Haben wir uns drauf geeinigt. Ja, er macht die eine, ich mach die anderen Steinchen kaputt. Ah, schön abgehauen. Gar kein Problem. Roach Ravager gegen Roach Ravager. Er hat mehr Ravager. Er hat bessere Ab... Na, wir haben beide jetzt 1-0. Seine 2-1. 1-1 hat er jetzt. Ah, Pinker Boy komplett abgerissen. Und jetzt, wo ich ja auch Speed habe, dann kann man auch wieder abhauen. Weil dann kriegt er dich ja nicht mehr. So, weitere Roaches sind im Bau. Wie sieht es hier in der Mainbase aus? Ja, Roach Warren, dritte Hedge läuft. Worker Count, er hat 10 Worker mehr. Er hat auch immer noch sehr viel Geld. Er hat bessere Upgrades. Aber er injectet halt auch sehr schlecht. Man sieht hier die Queens Mass Energie hier bei mir. Da achte ich, das finde ich immer bei mir ganz gut. Da achte ich ganz gut drauf. Hier, yeah, immer schön injecten, das ist wichtig. Auch so ein Tipp, wenn ihr auch immer eine Queen habt, weil ihr das alles nicht auf eine Reihe kriegt, macht doch einfach mal 5 Tumore hier hin. Oder injecte 5 mal hintereinander. Ist die Energie auch weg. Und sieht besser aus, wenn die Queen nicht so viel Energie hat. So, der gute Hübi. Ja, mit guten Upgrades und mit Mutas. Ich habe mittlerweile auch plus 2 angedrückt. Und einen Hydra-Bau. Und ich müsste jetzt aber eigentlich auch, da ich ja hier einigermaßen ganz gut Overlords verteilt habe. Oder jetzt halt hier auch mit den Lingen scouten. Hier mal ein paar Linge rein. Auf der anderen Seite der Main Army Attack, weil ich dachte, da könnte ja vielleicht schon wieder eine Base sein. Die Probe war auf jeden Fall schon mal da. Ah, hier drüben mal ein paar Worker rausgenommen. Jetzt nicht die Welt. Aber immerhin 4, mein Gott. Nach dem Spiel mache ich übrigens wieder eine Rauchpause. Und dann gucken wir uns das Spiel von Bastor an, wenn wir uns das noch angucken können. Weil, wie gesagt, alte Replays sind oft so, dass man die nicht mehr abspielen kann. Ja, Roach Ravager Muta von Hübi. Und was habe ich? Roach Ravager Hydralisk. Beide auf 3 Basen, jetzt hier nach 15 gespielten Minuten. Eigentlich ein eher untypisches ZVZ, auch selbst für die Diamond League, weil makrotechnisch ist das hier von beiden nix. Ja. Auch in einem Diamond-Spiel ZVZ hat man schon mal eine vierte, fünfte Base zu der Zeit. Aber gut, meine Güte, dann halt eben mal nicht.
Ah, dafür gibt es halt viele Einheiten und aufs Maul. So, Hübi attackt. Ja, die Muten kümmern sich um die Hydralisten, das macht er gut. Ah, und Speedling Roach kümmert sich um die Ravager von Hübi und seine Muten mittlerweile alle abgerissen. Hier, die hässlichen, da kommt zwar nochmal welche dazu. Aber da habe ich auch schon wieder Hydras. Ah, noch mehr Hydras hier dabei und da muss er abhauen mit seinen Hübi-Mutas, Junge. Was ist das denn? Ist ja ekelhaft. Er lässt einfach stehen, kein Micro, nix von Hübi und damit kann Pinkerella hier abreißen. Er hat immer so viel Geld. Ja, der hat jetzt, ja gut, 2-2. 2-2 hat er, ich habe 2-0. Dafür gibt es Hydra-Range und noch mehr Hydralisken und er baut nochmal Mutas nach. Und ja, nachdem ich ihm ja jetzt eben seine komplette Armee abgerissen habe, ich selber habe noch ordentlich was übrig gehabt. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, man sollte nochmal rübergehen. Konterrasch, wie Bolzen es nennt oder wie wir das in der Fachsprache nennen. Konterrasch. Ja, hier mal eben kurz die Hedge rausgeklickt. So ein paar lächerliche Roaches hier. Pfeh. War kein Problem. Ein Mutalisk, was willst du denn? Ah, geht down. Natürlich geht der down. Die Worker gehen auch alle down. Ja. Ja, wunderbar. Und Pinky Boy jetzt im Supply vorne. Es ist ein relativ lahmes Spiel, wie ich jetzt hier sagen muss. Ich weiß nicht, war ich betrunken an dem Abend, dass ich geschrieben habe. Cooles ZVZ. Man weiß es nicht. Ist aber sehr wahrscheinlich, dass ich nachts um 1 beim Leddern nicht mehr ganz alleine war. Ah, nochmal ein einzelner Mutter, Speedling. Hydra jetzt hier wieder gegen die Roches und dann geht's hier rein in seine dritte Base. Ich drücke nur noch Units durch, er aber auch. Ah, dann gehe ich doch wieder in die Main. Ah. Warum sollte man auch zuerst nicht das abreißen? Oh, man kann ja auch direkt in die Natural gehen. Und wieder ein einzelner Mutter. Das ist immer sehr gut, die einzeln zu bauen. Spitzenklasse-Idee. Ja, Spiel ist vorbei. Dachte eigentlich, das wäre so ein Spiel mit Lurkern oder sowas gewesen. Ja, Pinky Boy gewinnt schon wieder. Und ich muss mal sagen, das war auch jetzt nicht so doll. Also ich kann es auch besser und das ist eigentlich gar nicht so cool, das Spiel. Aber gut, dass wir es uns trotzdem nochmal angeguckt haben.